Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Banjo-Kazooie. Ich wollte schon fast sagen Nuts and Bolts, aber es ist ja der erste Teil. So, im letzten Part haben wir uns das erste Puzzleteil geholt. Das heißt, wir gehen jetzt in Welt 1. Das ist nämlich hier, dieser unscheinbare Berg mit der Tür. Und bevor wir das können, müssen wir erstmal das Puzzleteil, was wir gerade gefunden haben, hier in dieses Puzzle übertragen. Ihr habt ein Puzzlebild entdeckt. Stellt euch auf das Puzzle-Podium und ich erkläre euch, was zu tun ist. Ja. Wir müssen jetzt ein Puzzle lösen. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool. Klasse. Drücke A, um die Puzzleteile in die... Ja, komm. Ich weiß. Ja, das ist nicht allzu schwer. Wir müssen kurz überlegen, wo könnte das hineinpassen? Ah, ich hab's gefunden. Ich bin so schlau. Geschafft. Das Bild ist vollständig und die Tür zu Mumbus Bar ist geöffnet. Warum sonst würde so ein tolles Schild daher kommen? Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. So. Mumbus Mountain, die erste Welt. Wir gehen hinein. So. Und jetzt gibt es einiges, was wir tun können in den Welten. Das hier ist die Plattform. Doch, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Ja, Bottles bringen uns in jeder Welt neue Moves bei, die wir lernen können. So, und wir werden erstmal diese komischen Goblins, oder was auch immer es sind, ins Nirvana schicken. Zack. Ja, es ist übelst brutal, das Spiel. Ich kann nicht verstehen, wieso es Freigabe unter 18 Jahren bekommen hat. Das ist ein... Das ist Ironie des Schicksals wahrscheinlich einfach. Ja. Okay, da oben ist ein Jinjo. Den werden wir einsammeln. Was der bringt, sage ich euch gleich. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Grundhilde hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ja, er hat schon gesagt, alle Jinjos finden Puzzleteil einen Sacken freuen. Das heißt, wir retten die Jinjos nicht, weil wir Spaß dran haben oder weil wir sie retten wollen. Nein, wir machen alles nur für entsprechenden Lohn. So, das sind Noten. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Noten, Türen in Grundhilders Reich zu öffnen. Ja, schon verstanden. Es gibt in jeder Welt 100 Noten. Das ist ein Mumbo-Schädel. Ich, Mumbos Schädel, sein. Ohne mich, Mumbo, machen keinen Finger für Zauber. Ja, die brauchen wir für Verzauberung, aber alles zu seiner Zeit. Wir sammeln jetzt erstmal alles einmal ein, damit ich euch erklären kann, wofür das alles ist. Also ich zeige euch das mal kurz im Pausebildschirm. Und zwar seht ihr da die Statistik. Wir haben Noten, Eier, Federn, goldene Federn, Mumbo-Schädel und Puzzleteile. In jeder Welt gibt es 100 Noten und 10 Puzzleteile. Das sind die wichtigsten Sachen, die wir einsammeln müssen. Das werde ich versuchen, in jeder Welt so gut wie möglich zu machen. So, da sind eine Menge Noten, die sammeln wir alle ein. So. Diesen Stier kann man meiner Meinung nach, oder meines Erachtens, konnte man den, glaube ich, nicht töten. Achso, und 2 leere Honigwaben gibt es, glaube ich, in jeder Welt. Genau. So. Jinjo! Jinjo! Yay! So, dann tauchen wir kurz runter. Da sind nämlich Noten. Und ich glaube, in der ersten Welt war es echt noch nicht so schwer, alle Noten zu sammeln. Also, das ist so, wie gesagt, auch noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Vor allem begegnen wir hier Mumbo zum ersten Mal, einem Schamanen, der ein bisschen, wie soll ich sagen, merkwürdig sich verhält, ein bisschen unfreundlich zu Kazooie ist, aber trotzdem tolle Verwandlungen für uns bereit hat und ich stelle mich hier gerade an, die letzte Note einzusammeln. So, raus hier. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Können wir uns eigentlich in Klippen festhalten? Ich weiß gar nicht mehr, das ging, glaube ich. Oder es ging auch nicht. Ne, es ging, glaube ich, gar nicht. Egal. Torero. Zack. Und nochmal. Zack. So, aber der ist nicht tot. Der liegt jetzt nur da. Und denkt an Kekse. Und hier ist ein Bienenstock. Da sind Honigwaben drin. Die wollte jetzt was sagen, aber ich habe ihr das Wort aus dem Mund genommen. Sie wollte nur sagen, geh weg von meiner leckeren Honigwaben. Aber, ja. Gehe ich nicht, weil ich habe Hunger. Ich bin ein Honigbär. Ich stehe auf Honig. So, gehen wir erstmal hier hoch. Hier sind noch Noten. Und hier müssten auch irgendwo noch weitere Morbus-Züge sein zum Lernen neuer Fähigkeiten. Das sind übrigens Termiten. Ich weiß, sie sehen nicht so aus, aber es sind Termiten. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal so anguckt, wenn man das vergleicht mit dem Banjo-Kazooie auf dem N64, ist das schon ein Unterschied. Ein Jiggy! Ja, ich sag Jiggies, weil im Englischen heißen, glaube ich, so. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt.
Wir helfen euch auf eurem Weg zu Gruntilda. Ja, 10 Stück hat es nochmal gesagt. Das isst Kazooie jetzt auf. Ja, seine Leibspeise. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zurück zur Startplatte und stellt euch darauf. Ja, ich habe sogar ein Achievement bekommen. Ja, das ist auch neuer in der Xbox-Version. Es gibt jetzt Achievements für das Spiel. So, hier oben sind noch Noten. 32, 34, oder ist noch ein Momos Schädel? Ich glaube, wir brauchen 5 pro also für die Verwandlung. Ein Jinjo! Juhu! So, da war noch ein Schädel, den holen wir uns. Oder ich glaube, es wird pro Welt immer teurer mit den Verwandlungen. Das ist selber auch nicht mehr. So, da sind Ior. Die können wir gleich braten. Nein, die brauchen wir zum Schießen. Wir sind Ior. Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Ja. So. Hier ist ein Mauerzüge, wir reden mit Bottles. Der Huckepacklauf ermöglicht es, Kazooie, dich zu tragen und selbst steile Hänge zu erklimmen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den rechten Schalter und drücke den linken Schalter. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt, während du Kazooie mit dem linken Stick bewegst. Los geht's. Üben. Ja. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, genau. Und zwar einfach linken Schalter gedrückt halten und den rechten drücken. Dann können wir, kann Kazooie Banjo aufgrund seines Körpergewichts trotzdem noch tragen. Was für ein Satz, aber egal. Warum er das kann, er ist einfach... Warum sage ich eigentlich immer er? Es ist eine sie. Ja. Kazooie ist eine sie. Ja. Okay. Ja, das ist irgendwie bei mir so drin, dass ich das sage. Keine Ahnung. So, wir sammeln die restlichen Noten ein. Da ist noch ein Jinjo. Haben wir dann schon alle? Ich weiß es nicht. Komm her. Jinjo! Oh, nee, der Grüne fehlt uns noch. Der Kotzgrüne. Klasse, ihr habt genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu brechen. Ja, das ist mir egal. Ich werde alles einsammeln. Das erleichtert uns die Sache erheblich. So, hier sind auch noch Noten. Und... da ist nicht Donkey Kong. Es könnte Donkey Kong sein, aber er schmeißt mit Orangen. Was Affen nun mal so tun. Das ist Baum von Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Ja. Der wirft jetzt mit Orangen nach uns, die er aus seinem Hut zaubert. Von daher müssen wir uns jetzt hier auf die Schalter stellen und uns nicht treffen lassen, sondern dass er dort drauf wirft. So, wirf. Komm auf den Schalter. So nämlich. Und hier auch nochmal. Und dann haben wir alle getroffen und es ist ein Jiggy. Schlauer Bär findet Konkas Gold. Juhu. Das Problem ist, er wirft jetzt noch weiter mit Orangen auf uns. Obwohl wir ihn einfach mal eiskalt geschlagen haben. Er ist einfach so aggressiv. So, wir können übrigens den Baum hier hochklettern. Hey, das ist Konkas Orange. Zurückgeben. So. Orangen sind lecker und vitaminreich. Das hast du noch vergessen. So, die brauchen wir nämlich für ihn hier. Der möchte nämlich was zu essen haben. Dann ist er nämlich satt. Das ist Diddy Kong. Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dich Gewehr und lustigem Vogel helfen. So. Der hat sich die Orange gekrallt und gibt uns das nächste Jiggy. Das läuft ja gerade wie am Schnürchen, dass ich das noch weiß. So, om nom nom Kazooie. Und weiter geht's. Da oben ist ein neuer Maulwurfvogel. Und ich nehme an, dass der uns beibringt, was wir mit Eiern so alles anstellen können. Ja, wir können sie kochen. Wir können sie schießen. Und wir können auch andere Sachen damit machen. Das ist ein Grund, die Schalter. Der eröffnet, glaube ich, irgendwas in der Oberwelt. Wir probieren es einfach mal. Achso, ich muss die erstmal lernen. Ja, die Stampfattacke. So, die lernen wir, glaube ich, oben bei Mumbo. Nein, 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 nein. Mal hoch. So, Bottles, bring uns was bei. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Grins. Ganz Ohr, Erdwühler. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke dann Y, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Sicher. Drücke stattdessen B und du kannst die Eier nach hinten schießen. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Kazooie kann 100 Eier in ihrem Rucksack tragen.
Oh, und du kannst auch den linken Stick einsetzen, um zu zielen. Während du geduckt bist. Aufregend, oder? Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ja, wie nett von ihm, nicht wahr? Oh, nein, nicht darunter. So. Ja, übrigens, Kazooie hat angeblich auch einen Rucksack. Ich habe ihn bisher nicht gesehen, aber ja, jetzt können wir Eier schießen. Und sie gleichzeitig auch ausscheißen, wenn wir B drücken. Ja. Das sieht echt... Ich weiß nicht, das sieht nach verkehrter Welt aus. Aber egal. So. Jetzt ist Konga dort. Und den werden wir jetzt mal einfach mal eine Runde abschießen. Ich kann wohl Konga treffen. Ei, tut Konga weh. So, nochmal. Und jetzt gleich auch. Ah, der wirft immer eine Orange und dann kann ich wieder treffen. Diesmal zwei. So, und zack. Dreimal getroffen. Er hört sich an wie ein Kamel. Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis an Bär. Neues Shigi, das ist Nummer 4. Juhu. So, hier gehen wir später nochmal zurück, weil wir da oben noch den Schalter betätigen müssen. Machen wir aber nicht jetzt, wir gehen jetzt erstmal hoch zu Mumbo. Und der wirft immer noch mit Orangen, der lernt seine Lektion einfach nicht, oder? Weil schließlich hat er ein unerschöpfliches Vorkommen an Orangen dort oben. Lassen wir ihn werfen, vielleicht trainiert er für die offizielle Orangen-Weitwurf-Olympiade. Ja. Die gibt es in Banjo-Kazooie. Termite, stirb! Ja. Okay, das sah jetzt sehr obszön aus, aber ist mir egal. So, wir gehen nämlich dort hoch. Da können wir auch reingehen, aber das bringt uns vorerst noch nichts, weil wir uns dafür verwandeln müssen. Hier sind Hütten, ein Totempfahl und da ist Mumbos Hütte, da gehen wir gleich rein. Aber erstmal reden wir noch mit Bottles, der uns den letzten Move für diese Welt beibringt. Ich nenne das die Schnabelbombe. Springe in die Luft und drücke dann den rechten oder linken Schalter, um Kazooie hart auf den Boden aufschlagen zu lassen. Schlock, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhne dich lieber daran, Nesthäkchen. Diesen Move werdet ihr oft brauchen. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ja, das sagt er uns dann immer, wenn wir alle Moves gelernt haben. So, hier ist noch ein Schädel. Und jetzt können wir nämlich diese Hütten, nachdem wir hier die Goblins mal kurz weggeräumt haben, zerstören mit dieser Kopfnuss. Sieht so aus, wie eine Stampfattacke aus Mario-Spielen. Recht simpel zu erklären. So, da sind noch Noten, die sammeln wir noch ein. Machen die nächste Hütte kaputt. Und ich weiß noch, dass es hier in dieser Welt jetzt in jeder Hütte irgendwelche Sachen gab. Und wenn man alle Hütten kaputt macht, dann gibt es was ganz Tolles. Ihr könnt raten, was es ist, ja. Es ist verdammt schwer zu erraten, was es sein kann. Egal, wir machen alle kaputt. Da ist noch so ein Vieh drin. Aua, gib mir eine Barbe. Dankeschön. Man merkt halt echt an allen Ecken und Kanten, dass da ein bisschen was verbessert wurde von der Grafik. Ein Jinjo, das ist der letzte! Und da ist auch unser nächstes Jingi. Uhuhu. Und das ist Jingi Nummer 5, oder was? Ja, Nummer 5. Super. Hier ist noch eine Hütte. Machen wir auch kaputt. Da ist ein extra Leben. Das sind diese muskelgepackten Banjos. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Ja. Und hier ist ein Jingi drin. Ja, wer hätte es erwartet? Das ist Nummer 6. Müsste es sein. Ja. So. Dann gibt es hier im Auge noch eins, glaube ich. Richtig. Das holen wir uns auch noch. Passt. Damit hätten wir schon 7 an der Zahl. Das läuft ja echt gut hier. Aber das ist auch nur Welt 1. Welt 1 ist halt echt billig. Ich bin Jojo, Mumbos Totempfahl. Füttere mich doch mit diesen blauen Dingern, auch Eier genannt. Okay, das tue ich jetzt. So, ich muss ihm in den Mund schießen. Nicht kacken. Eigentlich schießen. Zack. Das machen wir jetzt, glaube ich, 4-mal. Die werden immer schneller. Aber ich kann nicht zielen, wie man sieht. Zack. So, jetzt nochmal schneller. Und der letzte. Und zack. Da ist unser nächstes Jiggy. Das ist jetzt Nummer 8, müsste es sein. Wenn ich mich nicht irre. Ja. So. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Die müssen wir uns dann später holen. Verdammt. Oder ich krieg sie mit der
Termite, weil die höher springen können, glaube ich. Ach, egal. Na gut. Die hole ich mir auf jeden Fall noch. Und mache jetzt erstmal diesen Part Schluss. Und dann werden wir im nächsten Part mal Momo besuchen. Und ich denke mal, die Welt schon abschließen. Von daher, wir sehen uns.